Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Namen der NGW. Ich grüße Sie zu diesem Abend. Mein Name ist Jonas Hostetler, ich bin Vorstandsmitglied von der NGW. Ja, es freut mich sehr, dass ich Ihnen heute Abend Olivia Rompainen vorstellen darf. Wie Sie sehen, ist sie heute online zugeschaltet. Es ist das erste Mal, dass wir so etwas machen auf diese Art. Der Grund ist der, dass sie eine relativ lange Zugreise als Anfahrt hätte und mit der jetzigen Covid-Situation, sie war mal fast, musste einen Test machen wegen einer Zufahrt, hat sie gesagt, sie möchte jetzt nicht gleich nochmals so eine lange Zugfahrt machen. Und wir dachten, das ist eine gute Gelegenheit, das mal auszuprobieren, wie das funktioniert. Also Präsenz hier mit einer Fernschaltung ist ja vielleicht auch ganz interessant für künftige Vorträge von internationalen Persönlichkeiten. Ja, Frau Professorin Rompainen, sie hatte an der ETH studiert gehabt, dort doktoriert, ein Postdoc gemacht am Zentrum für Atmosphären- und Klimawissenschaften. Sie war dann für eine gewisse Zeit Visiting Scientist an der Columbia University und ist seit 2010 Professorin am Geographieinstitut der Universität Bern und am Oeschger Center for Climate Change Research. Sie ist weiterhin Direktorin vom Mobiliar Lab for Natural Risks. Ihr Vortrag dreht sich um das Thema Niederschläge im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Mich hat das Thema sehr interessiert, weil ja, in diesem Sommer, ich lebe in Zürich, in der Stadt, dort wo ich wohne, hat es diesen Sommer extremst geregnet, gehagelt, mitten in der Nacht, so gestürmt, wie ich das noch nie im Leben gesehen habe. Und natürlich, denke ich, interessiert es viele von uns. Wie sieht denn das aus? War das jetzt der Klimawandel oder ist das nur ein Zufall? Kann das sowieso passieren? Wird das in der Zukunft häufiger passieren oder sogar noch stärker? Diese Fragen gingen mir durch den Kopf und ich freue mich sehr, dass Frau Rompainen darüber sprechen wird. Danke. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank auch für die Einführung. Ich hoffe, Sie verstehen mich gut. Sonst melden Sie sich bitte. Ich freue Alles mich richtig, ja. auch, heute etwas zum Thema Klimawandel und Wasser erzählen zu dürfen. Der Hauptfokus wird auf dem Abfluss liegen. Ich werde auch am Rand etwas über die Niederschläge erzählen. Der Hauptfokus ist auf dem Abfluss. Das ist ein Forschungsprojekt, das wir in den letzten 3 Jahren durchgeführt haben, in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Umwelt. Und es befasst sich mit der Frage, was die Auswirkungen des Klimawandels auf die Abflüsse in der Schweiz sind. Und dann würde ich beginnen, meinen Bildschirm zu teilen. Sie dürfen mich jederzeit unterbrechen, wenn Unklarheiten bestehen. Sie müssen wahrscheinlich sich kurz akustisch melden, weil ich die Chat-Funktion nicht mehr sehe, wenn ich meinen Bildschirm teile. Also ich teile jetzt meinen Bildschirm. Können Sie die Präsentation gut sehen? Ja, alles klar. Super, super, danke. Also, es geht um die Frage, wie sich der Klimawandel auf die Flussregime und extremen Abflüsse der Schweizer Gewässer auswirken wird. Und die Forschungsarbeit hat in erster Linie eine ehemalige Doktorandin von mir durchgeführt, Regula Mülchi. Und wir haben diese Analysen durchgeführt gemeinsam mit Rolf Weingartner und Ole Rössler. Beides sind Hydrologen. Ich selber bin von der Ausbildung her Meteorologin. Also wir haben da zusammengespannt. Und die Frage ist, wie sich der Klimawandel auf die Abflüsse in der Schweiz auswirken könnte. Wir wissen, dass der Klimawandel zu Änderungen der Temperatur und des Niederschlags führen wird, sowohl des mittleren Niederschlags als auch der Niederschlagsextreme.
Und diese beiden Variablen sind ganz entscheidend, wenn es darum geht, die Frage in Angriff zu nehmen, wie sich dann entsprechend auch die Abflüsse verändern werden. Also wir haben zu Beginn die Niederschläge, von denen wir erwarten, und ich werde bald darauf zu sprechen kommen, dass die sich in saisonal ändern werden. Es werden sich die Extreme ändern. Wir erwarten stärkere Extremniederschläge. Dann haben wir die Temperaturänderungen, welche die Gletscherschmelze und die Schneeschmelze beeinflussen. Diese beiden Faktoren haben einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Saisonalität der Abflüsse in der Schweiz, insbesondere in den alpinen Einzugsgebieten. Dann beeinflusst die Temperatur auch die Verdunstung und somit die Wasserbilanz, insbesondere auch im Sommer. Und all diese Faktoren können dann eben gemeinsam den Abfluss beeinflussen. Und die Abflüsse in den Schweizer Gewässern sind ganz zentral für verschiedenste Bereiche, für die Landwirtschaft, für die Industrie, die auf Zugang zu Wasser angewiesen ist, für die Energieproduktion. Das ist natürlich einerseits die Energieproduktion direkt aus dem Wasser, aber auch die Betreiber der Kernkraftwerke, die darauf angewiesen sind, dass eine bestimmte Mindestabflussmenge in den Flüssen vorhanden ist. Dann die aquatischen Ökosysteme. Das haben wir ganz dramatisch gesehen im Sommer 2018, als es sehr trocken war und gewisse Fische gerettet werden mussten, weil die Abflussmengen oder Wassermengen in den Flüssen so tief waren. Dann für die Wasserwirtschaft ganz allgemein und dann natürlich auch für den Hochwasserschutz. Das Projekt, bei welchem wir mitgearbeitet haben, war eine Analyse, die durch den Bundesrat in Auftrag gegeben wurde und koordiniert wurde sie vom Bundesamt für Umwelt. Und das Ziel war, eine Wissensgrundlage zu den Folgen des Klimawandels für den Wasserkreislauf und die Wasserwirtschaft in der Schweiz zu erstellen. Und diese Wissensgrundlage hat zwei Anwendungen. Sie soll einerseits die Grundlage liefern für Anpassungsstrategien, also dass sich nun die betroffenen Sektoren, die ich zuvor erwähnt habe, Gedanken machen, wie, mit welchen baulichen oder Managementmaßnahmen auf diese Änderungen reagiert werden kann. Aber diese Wissensgrundlage hat auch ganz klar das Ziel aufzuzeigen, was die positiven Effekte eines verringerten CO2-Ausstoßes wären. Und während des ganzen Vortrages zeige ich immer wieder Ergebnisse für zwei unterschiedliche Szenarien. Ein Szenario geht davon aus, dass wir in einem Business-as-usual-Modus weitermachen. Das heißt, dass wir mehr oder weniger unlimitiert CO2 emittieren. Und ein zweites Szenario geht davon aus, dass die Maßnahmen, die im Pariser Abkommen beschlossen wurden, zumindest teilweise umgesetzt werden, dass wir also den CO2-Ausstoß signifikant reduzieren können. Und der Vergleich zwischen diesen beiden Szenarien erlaubt es uns dann eben diese positiven Effekte eines verringerten CO2-Ausstoßes aufzuzeigen. Die Ergebnisse dieser Studien, die sind öffentlich zugänglich via eine Webseite. Also es gibt eine Broschüre, die ein PDF, das heruntergeladen werden kann, und ausführlichere Berichte und eine ganz kurze Zusammenfassung für Entscheidungsträger. Und die erste Frage, die wir angegangen sind,
war die Frage, wie ändern sich die Abflussregime? Also das wäre quasi die saisonale Variabilität der Abflüsse in den Schweizer Gewässern, also der mittlere Abfluss und wie er sich im Laufe des Jahres jeweils verhält und wie sich dieser mittlere Abfluss in einem wärmeren Klima verändern würde. Und dann haben wir uns aber auch Extreme angeschaut und Extreme beinhalten einerseits Hochwasser, welche natürlich zu Schäden führen können, wie wir es diesen Sommer gesehen haben, aber auch Wassertiefstände und Dürren, die dazu führen, dass der Wasserbedarf nicht mehr gedeckt werden kann, wie wir es im Sommer 2018 erlebt haben. Als erste Frage hat man einmal analysiert, ob bereits in der Vergangenheit Veränderungen sichtbar sind. Und in dieser Tabelle fasse ich die wichtigsten Ergebnisse dieser Analyse von Rolf Weingartner zusammen. Er hat sich die Veränderungen zwischen 1961 und 2015 angeschaut. Und ich muss hier diese Abkürzungen erklären. DJF, also diese Abkürzungen werden immer wieder kommen, steht für Dezember, Januar, Februar. Das ist also das sind die Winterabflüsse. MOM steht für März, April, Mai. Das sind die Frühlingsabflüsse. JJA steht für Juni, Juli, August. Das sind die Sommerabflüsse. Und SON steht für September, Oktober, November, die Herbstabflüsse. Und da hat er sich nun angeschaut, wie sich die Abflüsse in diesen verschiedenen Saisons und dann auch über das ganze Jahr gemittelt verändert haben. Und er findet über das ganze Jahr gemittelt im Mittelland und im Jura, aber auch in den Alpen, keine Veränderung. Wenn er die glazialen Gebiete anschaut, eine starke Zunahme und auf der Alpen-Südseite insgesamt eine Tendenz zur Abnahme. Wenn man jedoch die einzelnen Saisons anschaut, dann sieht man beispielsweise, dass im Mittelland und im Jura im Winter die Abflüsse leicht zugenommen haben und im Sommer die Abflüsse leicht abgenommen haben, dass es sich also übers Jahr gemittelt diese Tendenzen herausmitteln, aber in den einzelnen Saisons sieht man bereits Tendenzen. Und es wird dann interessant sein, quasi die zukünftig projizierten Veränderungen mit diesen bereits beobachteten Veränderungen zu vergleichen. Und wie können wir nun den Einfluss des Klimawandels auf die Abflüsse in der Schweiz in Zukunft bestimmen? Wir benutzen dazu einen sogenannten Top-Down-Ansatz. Wir benutzen eine Kette von verschiedenen Modellen. Und als Input in diese Modellkette werden verschiedene Szenarien zu zukünftigen CO2-Emissionen benutzt. Und diese globalen CO2-Emissionsszenarien werden benutzt, um globale Klimamodelle anzutreiben, die eine relativ grobe räumliche Auflösung haben, also relativ wenig Informationen zur Schweiz liefern können. Aber diese globalen Modelle werden dann benutzt, um sogenannte regionale Modelle anzutreiben, die eine viel bessere Auflösung haben und bereits Informationen zur Schweiz liefern können. Und da möchte ich noch ganz kurz etwas zu den Emissionsszenarien sagen, weil ich bereits erwähnt habe, dieser Vergleich zwischen verschiedenen Szenarien, wird auch benutzt, um aufzuzeigen, was eine CO2-Emissionsreduktion bringen würde. Und insbesondere vergleichen wir jeweils das braune Szenario, das ist ein Szenario ohne Klimaschutz. Ich sollte noch erklären, entlang der X-Achse sehen Sie die Zeit von
Mitte des 19. Jahrhunderts bis Ende des 21. Jahrhunderts und auf der Y-Achse die Temperatur. Und wir schauen uns nun zwei Szenarien an. Ein Szenario, das Business as usual oder Worst-Case-Szenario, da wird unvermindert CO2 emittiert. Und ein Szenario mit Klimaschutz, da werden die Emissionen reduziert. Und das Szenario mit Klimaschutz, das heißt RCP 2.6, und das Szenario ohne Klimaschutz heißt RCP 8.5. Und diese beiden Szenarien werden immer wieder auftauchen auf den nächsten Folien. Aus den regionalen Modellen können wir dann weiter mit Hilfe von statistischen Verfahren die Daten noch besser räumlich auflösen und dann mit diesen lokalen Daten ein sogenanntes hydrologisches Modell betreiben. Das ist ein Modell, das Informationen zur Temperatur und zum Niederschlag erhält und aus diesen Informationen gekoppelt mit Informationen zur Topographie, zur Bodenbeschaffenheit, zur Geologie etc. Berechnet, wie viel und wie schnell das Wasser, das als Niederschlag gefallen ist, dann in die Flüsse gebracht wird. Und es berechnet quasi dann, wie viel Wasser in den Flüssen zur Verfügung steht. Und daraus werden dann entstehen dann sogenannte hydrologische Szenarien. Jetzt muss ich sagen, da wir ja hier eine ganze Reihe von Modellen aneinanderketten und keines dieser Modelle ist perfekt, haben wir eine zunehmende Unschärfe der Ergebnisse und dies gilt insbesondere für sehr extreme Ereignisse. Und der Fokus quasi dieser Analysen liegt insbesondere eben auf der Schweiz, auf den lokalen Szenarien und lokalen Prozessen. Nun möchte ich noch ganz kurz aufzeigen, für welche Einzugsgebiete, also für welche Flüsse wir diese Änderungen in den Abflüssen gerechnet haben. Das sind die hier dargestellten Einzugsgebiete. Das sind insgesamt 93. Die Grauschattierung gibt an, wie die mittlere, quasi mittlere Lage, Höhenlage dieser Einzugsgebiete ist. Also wir haben einige Einzugsgebiete, die in den Alpen sind, die sehr hoch gelegen sind, und dann haben wir Einzugsgebiete in den Voralpen und Einzugsgebiete im Mittelland und Einzugsgebiete im Jura. Und die orangen Punkte, das sind die Abflussmessstationen und wir brauchen diese Abflussmessungen, um die Modelle zu kalibrieren. Und dann benutzen wir ein sogenanntes hydrologisches Modell, das sich mit dem Namen Prewa. Und wichtig ist, dass, wie ich es bereits kurz erwähnt hatte, in diesem hydrologischen Modell die wichtigsten Prozesse abgebildet sind, welche quasi den Transfer vom Niederschlag zum Abfluss abbilden. Also das ist die Verdunstung ist abgebildet, die Bodenfeuchte, der Schnee, der Einfluss der Gletscher und dann schlussendlich die Abflussbildung. Die Eingangsdaten für die Simulationen sind die neuen Klimaszenarien der Meteo Schweiz, also des Bundesamtes für Meteorologie und Klima. Und diese Klimaszenarien, die heißen CH 2018 und stehen ebenfalls auf der Webseite zur Verfügung und können dort detailliert angeschaut und auch heruntergeladen werden. Wir benutzen tägliche Temperatur- und Niederschlagsdaten von 1981 bis Ende des 21. Jahrhunderts. Und wir benutzen nicht nur, also wir rechnen nicht nur eine Simulation, sondern insgesamt 44
sogenannte Klimamodellketten, weil wir Input erhalten von diesen globalen Modellen, nicht nur von einem Modell, sondern von 44 unterschiedlichen Modellen. Und eben gerechnet wird dann das Szenario mit, das für eine Emissionsreduktion steht, das RCP 2.6, und das Business as usual Szenario, das eine sehr starke Erwärmung abbildet. Und was wir auch brauchen für die hydrologischen Modelle sind die Gletscherstände. Also die Gletscher gehen zurück und sie werden weiter sehr stark zurückgehen in einem wärmeren Klima. Und deshalb brauchen wir Informationen zu den Ständen, Zuständen der Gletscher und auch, also insbesondere natürlich auch, wenn die Gletscher ganz verschwinden, weil das Verschwinden eines Gletschers einen sehr großen Einfluss auf die Abflüsse der Flüsse hat, die von diesen Gletschern heute gespeisen werden. Und wir haben diese Gletscherstände erhalten von einer anderen Forschungsgruppe, welche ein Gletschermodell gerechnet hat und diese Gletscherausdehnung und Gletscherstände bestimmt hat. Und daraus erstellen wir dann eben diese hydrologischen Szenarien. Und nun komme ich bereits zu den ersten Ergebnissen. Sie sehen hier die Änderung des mittleren Abflusses pro Saison. Also wir sind wieder im Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Und die blauen Farben zeigen eine Zunahme der Abflüsse an in Prozent und die roten Farben eine Abnahme. Diese Änderungen beziehen sich auf eine 30-Jahres-Periode Ende des 21. Jahrhunderts und die Vergleichsperiode oder hier Referenzperiode genannt, ist 1981 bis 2010. Und das Szenario ist das RCP 8.5, das ist dieses Business as usual Szenario mit einer starken Erwärmung. Und dann haben wir hier die farbigen Punkte und dann gibt es gewisse Punkte, die ein schwarzes Band haben und dieser schwarze Rand zeigt an, dass 90% aller Simulationen das gleiche Vorzeichen der Änderung haben. Und was wir hier sehen, ist eine Zunahme der Abflüsse, insbesondere in den alpinen Einzugsgebieten im Winter. Ein etwas diffuses Bild im Frühling, eine Abnahme der Abflüsse im Sommer und eine schwächere Abnahme der Abflüsse im Winter. Das ist also ähnlich wie das Bild, das auch Rolf Weingartner gefunden hat, als er in die Vergangenheit zurückgeschaut hat, im Jura und im Mittelland. Und wenn wir nun das ganze Jahr anschauen, dann sehen wir, dass diese Zunahme im Winter und die Abnahme im Sommer dann insgesamt zu einer leichten Abnahme der Abflüsse übers ganze Jahr gemittelt führen. Ich hatte bereits ein bisschen die Höhenabhängigkeit der Resultate angesprochen, dass wir da eben quasi unter anderem auch die Änderungen in den Gletscherständen sehen. Wir sehen Änderungen in der Schneeschmelze. Wir sehen Änderungen im Verhältnis von flüssigem zu festem Niederschlag im Winter. Also, dass wir im Winter tendenziell mehr Niederschläge haben, aber diese Niederschläge häufiger als Regen fallen und nicht als Schnee und entsprechend auch im Winter wieder abfließen. Wenn die Niederschläge als Schnee fallen, dann werden sie gespeichert und fließen dann erst im Frühjahr oder im Sommer ab. Wenn sie als Regen fallen, dann fließen sie in der Regel direkt ab. Und quasi diese Zunahme der Winterniederschläge und die Zunahme der Niederschläge in flüssiger Form führt dann eben dazu, dass wir im Winter weniger Niederschläge, stärkere Abflüsse haben. Und umgekehrt führen die wärmeren Temperaturen dazu, dass die
sowieso schon weniger mächtige Schneedecke früher abschmilzt. Und das führt dann zu einer Abnahme der Abflüsse im Sommer. Also wenn die Schneedecke bereits früher im Jahr komplett abgeschmolzen ist, dann kann die Schneedecke die Abflüsse nicht mehr speisen. Und zudem führen die wärmeren Temperaturen zu einer stärkeren Verdunstung und somit zu Wasserverlusten durch Verdunstung. Und wir haben im Mittel eine Abnahme der Niederschläge im Sommer. Also all diese Faktoren spielen eine Rolle, wenn wir diese saisonalen Muster erklären möchten. Und diese Prozesse, die ich gerade erwähnt habe, sehen wir eben auch in der Höhenverteilung. Also wir sehen, dass die Zunahme der Abflüsse, die ist besonders ausgeprägt in den höheren Einzugsgebieten. Also die Farben zeigen die Höhe der Einzugsgebiete an. Das heißt, das sind eben diese Effekte, dass wir mehr Niederschläge in flüssiger Form haben und dass wir grundsätzlich mehr Niederschläge haben. Und wir sehen auch eine stärkere Abnahme der Abflüsse im Sommer in den höher gelegenen Einzugsgebieten. Und das sind die fehlenden Gletscher, die Abflüsse nicht mehr, also die Flüsse nicht mehr speisen können in diesen ganz, ganz hohen Einzugsgebieten, also über 2500 Meter. Und dies sind nun die Projektionen für das Szenario mit einer sehr starken Temperaturzunahme. Und wenn wir nun den Vergleich machen mit dem Szenario, wir halten uns an das Paris-Abkommen, dann sehen wir quasi den Gewinn, den wir erreichen durch diese Reduktion der CO2-Emissionen. Also wenn ich die Sommerabflüsse vergleiche, in diesem Szenario mit den Sommerabflüssen im Worst-Case-Szenario, dann haben wir hier eine Abnahme der Abflüsse um die 30, 40%. Und diese Abnahme der Abflüsse ist stark verringert. Also das sind vielleicht dann noch zwischen 5 und 10%. Also das ist quasi der Gewinn, den wir davon haben, dass wir, wenn wir es schaffen, diese CO2-Emissionen wirklich substanziell zu reduzieren. Dann haben wir uns angeschaut, welche dieser Änderungen sind eigentlich statistisch signifikant, und dazu benutzen wir einen Ansatz, der nennt sich Time of Emergence, und da wird gefragt, zu welchem Zeitpunkt unterscheidet sich eigentlich das Abflussverhalten statistisch signifikant von der Referenzperiode. Und diese signifikanten Änderungen sind hier farbig markiert und quasi der Zeitpunkt, wann diese Änderungen signifikant werden, sind in Farbe angegeben. Und man sieht hier ganz klar, dass die stärkste Re Reaktion oder das der Abflüsse finden wir ganz klar in den alpinen Einzugsgebieten. Also das sind dann auch wieder diese Effekte der Schneedecke. Also in diesem Fall sind das ja im Winter ist das eine Zunahme der Abflüsse, die signifikant ist, und im Sommer ist es eine Abnahme der Abflüsse, die signifikant ist und die wir zuallererst in den alpinen Einzugsgebieten sehen werden und erst gegen Mitte und Ende des 21. Jahrhunderts dann auch im Mittelland. Und wie sehen diese Abflussänderungen aus? Ich habe es bereits so ein bisschen angetönt, wie das im Jahresgang aussieht, und möchte das nun noch anhand von vier Beispiel-Einzugsgebieten aufzeigen. Ein Einzugsgebiet, das vor allem durch Gletscherabfluss gespiesen wird, ein Einzugsgebiet, das vor allem durch Schnee
Schmelze gespiesen wird, ein Einzugsgebiet im Mittelland und eines auf der Alpen-Südseite. Und in all diesen Grafiken ist entlang der X-Achse jeweils der Jahresgang, also aufgetragen. Also wir haben Januar, Februar, März, April, also pro Monat den mittleren Abfluss, also das ist die Abflussmenge in Millimeter pro Tag. Und in diesen alpinen Einzugsgebieten, im heutigen Klima, und das heutige Klima wird dargestellt durch die graue Kurve, sind die minimalen Abflüsse treten im Winter auf, weil im Winter der ganze Niederschlag in fester Form fällt, sich in der Schneedecke akkumuliert, also nicht quasi zum Abfluss kommt. Und die maximalen Abflüsse finden wir im Sommer, wenn die Schneedecke schmilzt, wenn die Gletscher, also und dann die Gletscher auch schmelzen. Und haben wir also dieses Abflussmaximum im Sommer. Und wenn wir nun diesen Jahresgang in einem zukünftigen Klima anschauen, dann sehen wir eine leichte Zunahme der Abflüsse im Winter, dadurch, dass eben dieses Verhältnis von flüssigem zu festem Niederschlag sich teilweise ändert und insbesondere auch die Niederschläge zunehmen im Winter. Und dann diese ganz starke Reduktion der Abflüsse im Sommer. Und das ist quasi bedingt durch die fehlenden Gletscher. Wenn die Gletscher verschwunden sind, dann können sie diese alpinen Flüsse nicht mehr speisen. Und diese Änderungen haben dann natürlich auch beispielsweise Auswirkungen auf die Betreiber von Wasserkraftwerken. Zu welchem Zeitpunkt können wir quasi maximal wann während des Jahres können wir viel Strom erzeugen und wann weniger und wie wird sich das ändern mit der Zeit? Dann die durch Schnee geprägten Einzugsgebiete zeigen einen ähnlichen saisonalen Verlauf. Auch hier ein Minimum im Winter und ein Maximum im Frühsommer, Ende Frühling, im Frühsommer, das bedingt durch das Schmelzen der Schneedecke. Und auch hier eine markante Abnahme der Abflüsse im Sommer, wenn die Schneedecke entweder gar nicht aufgebaut wird, weil der Niederschlag im Winter bereits in flüssiger Form fällt, oder wenn die Schneedecke sehr viel früher wegschmilzt. Und entsprechend haben wir auch eine Zunahme dann der Abflüsse im Winter. Im Mittelland haben wir in diesem Einzugsgebiet ein Maximum im Frühjahr. Also das ist einerseits bedingt durch die Niederschläge, die nun alle in flüssiger Form fallen, und durch das Schmelzen der Schneedecke in den Voralpen, die dann auch diese Einzugsgebiete teilweise speisen. Und ein Minimum im Sommer, Herbst. Und in einem zukünftigen Klima haben wir eine ganz deutliche Abnahme der Abflüsse im Sommer. Und eine Zunahme der Abflüsse im Winter. Und auf der Alpen-Südseite auch wieder also da sind die Abflussmaxspitzen im Frühling und im Herbst. Und wir sehen auch wieder mit dem Klimawandel eine klare Abnahme der Abflüsse im Sommer. Und nun möchte ich übergehen zu den Trockenperioden. Und ganz kurz damit beginnen, aufzuzeigen, wann eigentlich die Trockenperioden im Verlauf der Saison auftreten. Und ich habe das bereits auf der vorhergehenden Folie angetönt, dass wir in den alpinen Einzugsgebieten diese blauen und grünen Farben, die stehen für den Beginn des Jahres. Also Winter, Frühling, da haben wir ein Minimum in den Abflüssen. Das ist bedingt dadurch, dass der ganz gesamte Niederschlag in fester Form fällt und eben gespeichert wird in der Schneedecke. Wohingegen die
Trockenperioden im Mittelland und im Jura eher im Spätsommer auftreten. Also rote Punkte, das ist August, September und dann im Mittelland sogar noch später, im Herbst, im Oktober und November. Das ist im heutigen Klima, das sind Messungen des Abflusses. Und wenn wir das nun vergleichen mit den Simulationen für die Zukunft, dann sehen wir, dass wir eine Verschiebung im Mittelland hin Richtung Sommer sehen, also dass wir nun sehr viel mehr rote Punkte haben, also dass die Abflüsse am tiefsten sind im Sommer und dass dies nun auch zunehmend in den alpinen Einzugsgebieten der Fall ist. Das heißt, dass im Sommer die fehlenden Gletscher, die diese Einzugsgebiete speisen, die nicht mehr da sind und das führt dann dazu, dass quasi das Niederschlags die abnehmenden Niederschläge im Sommer dazu führen, dass wir auch die Trockenperioden im Sommer erleben und nicht mehr im Winter in den alpinen Einzugsgebieten. Und wie sieht es nun aus mit der, also nicht nur mit der saisonalen Änderung, aber auch mit der Änderung der Magnitude? Und da sehen wir in Braun jeweils eine Abnahme und in Grün eine Zunahme und wieder die schwarze Umrandung zeigt an, ob die Modelle sich einig sind, was das Vorzeichen betrifft. Und da sehen wir eine mittlere bis starke Abnahme der Abflüsse im Mittelland und tendenziell eine Zunahme der minimalen Abflüsse im Sommer. Und diese Zunahme, also quasi eine Zunahme der minimalen Abflüsse. Und diese Zunahme der minimalen Abflüsse, die entsteht durch diese Änderung in der Saisonalität. Also dass quasi bis im heutigen Klima diese minimalen Abflüsse im Winter sind und im zukünftigen Klima werden sie im Sommer stattfinden und sie sind im Sommer tendenziell noch etwas höher als die minimalen Abflüsse heute im Winter. Und nun möchte ich auch noch einmal auf diese Frage, ja, was bringt uns der Klimaschutz eingehen? Mit diesem Vergleich hier, wir haben noch einmal eine Darstellung der zukünftigen Veränderung des Niedrigwassers. Und die roten Farben zeigen an eine starke Abnahme des Niedrigwassers, also eine Zunahme oder eine Verschärfung der Trockenperioden. Und die grünen und blauen Punkte zeigen an quasi eine Zunahme des Niedrigwassers. Und wir haben wieder dieses Bild, also in den alpinen Gebieten tendenziell eine Zunahme, aber das ist eben bedingt durch diese Änderung in der Saisonalität und im Mittelland und im Jura eine starke Abnahme. Auf der rechten Seite sehen Sie das Szenario ohne Klimaschutz, also dieses Worst-Case-Szenario. Auf der linken Seite das Szenario mit Klimaschutz. Und wir sehen ganz klar den Gewinn, den wir haben durch den Klimaschutz. Also wir haben hier viel weniger dunkelrote Punkte, welche eine Abnahme von zwischen 40 und 20% aufzeigen. Und diese Abnahme, die ja doch ganz ziemlich substanziell ist für das Szenario ohne Klimaschutz. Genau, das sind die Punkte, die ich bereits erwähnt habe mit dieser Saisonalität und dann eben dieser Effekt. Also des Klimaschutzes, mit Klimaschutz haben wir eine Abnahme des Niedrigwassers, eine weitere Abnahme des Niedrigwassers im Sommer zwischen 0 und 30% und ohne Klimaschutz von minus 10 bis minus 50%. Und diese Abnahme der Abflüsse führt dann auch zu einer Wasserknappheit. Also diese Grafik hier zeigt, das sind Resultate der WSL, zeigt das Wasserknappheitsrisiko im Sommer, also das Wasserdargebot minus den Wasserbedarf.
Und auf der linken Seite sieht man die Referenzperiode, das wäre also das heutige Klima. Und da befinden wir uns im Mittelland, hauptsächlich quasi in dieser grauen Farbe. Das sind minus 50, 25 bis plus 25 Millimeter. Das heißt, so in einem Bereich, da besteht keine Wasserknappheit oder eine leichte Wasserknappheit, und in den alpinen und voralpinen Gebieten ganz klar ein Wasserüberschuss. Und ohne Klimaschutz werden wir in Zukunft im Mittelland eine zunehmende Wasserknappheit erwarten müssen. Das heißt, wir müssen uns, falls der Klimaschutz nicht umgesetzt werden kann, überlegen, wie wir uns an ein solches Szenario anpassen können, also mit welchen Mitteln dann das Wasserdargebot immer noch sichergestellt werden kann für das Mittelland und Teile des Juras. Nun komme ich zum anderen Extrem, zu den Hochwassern. Auch hier möchte ich damit beginnen, aufzuzeigen, in welchen Monaten Hochwasser in der Schweiz typischerweise auftreten. Auf der linken Seite sehen Sie das heutige Klima, und da haben wir im Jura häufig Winterhochwasser. Also die blauen Punkte stehen wieder für den Januar, Februar, März. Das heißt, wir haben im Jura und auch in Teilen des Mittellandes sind in der Vergangenheit Hochwasser am häufigsten während des Winters aufgetreten. Wohingegen in den Alpen Hochwasser typischerweise im Sommer auftreten und auf der Alpensüdseite typischerweise im Herbst, im Spätsommer und im Herbst. Und wenn wir uns dann das zukünftige Klima anschauen, dann sehen wir eine leichte Veränderung. Die Hochwasser sind etwas später im Herbst auf der Alpensüdseite. Sie sind viel ausgeprägter noch im Winter im Mittelland und und im Jura. Also wir haben ja gesehen, wir haben im Winter im Mittel eine Zunahme der Niederschläge, und wir haben durch die Temperaturzunahme auch eine klare Verschiebung von Schnee zu Regen. Und mit Schnee wird das Wasser in der Schneedecke gespeichert, beim Regen fließt es direkt ab. Und das ist eine Erklärung für diese Änderung, diese leichte Änderung in der Saisonalität der Hochwasser. Und wenn wir uns nun anschauen, wie die Magnitude der Hochwasser sich verändert über eine 30-Jahres-Periode angeschaut, das sind jeweils die Jahresmaximalabflüsse, die wir anschauen, dann sehen wir, es gibt sehr wenige Punkte, die einen schwarzen Rand haben, und das sind die Punkte, an denen 90% der Modelle sich einig sind, was das Vorzeichen der Änderung angeht. Also wir haben relativ in den meisten Regionen sind sich die Modelle nicht einig, ob wir eine Zunahme oder eine Abnahme der Hochwasser erwarten müssen. Und tendenziell gibt es etwas mehr leicht grüne Punkte, das heißt tendenziell eine leichte Zunahme im Mittel der Hochwasser. Aber wie gesagt, eben diese Änderung scheint nicht sehr signifikant zu sein. Und wir können nun quasi noch etwas weitergehen und fragen, also wenn uns die Modelle keine klaren Antworten liefern, können wir dann aufgrund der Prozesse argumentieren. Und, also ich werde jetzt zwei noch quasi weitere
Antworten auf diese Frage, wie ändern sich die Hochwasser, liefen. Das ist einerseits basierend auf einer Prozessargumentation und andererseits darauf, noch weitere Daten anzuschauen. Also wir haben hier lediglich 30 Jahre, die wir anschauen können, und Hochwasser sind extreme Ereignisse, die sind treten selten auf, und entsprechend bräuchten wir eigentlich eine längere Zeitreihe, um auch diese Extreme noch besser studieren zu können. Und darauf komme ich ganz am Schluss dann noch zu sprechen. Aber zuerst möchte ich etwas sagen zu den Prozessen, also zu den Einflussfaktoren, die das Hochwassergeschehen in der Schweiz beeinflussen. Und diese Einflussfaktoren, die sind jeweils entweder orange eingezeichnet, und auf der Karte wird dargestellt, welche Region der Schweiz insbesondere betroffen ist. In orange sind sie eingezeichnet, wenn der Faktor eine Zunahme der Hochwassermagnitude bewirken würde. Und in grün, wenn eine Abnahme erwartet wird. Und grün, orange schraffiert, wenn sowohl eine Zunahme oder eine Abnahme möglich ist. Und grau, wenn keine Änderung erwartet wird. Der erste Faktor ist ein ganz wichtiger. Das ist der Faktor, dass wir in einer wärmeren Atmosphäre kann die Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen, und entsprechend erwarten wir stärkere Niederschläge, stärkere Niederschlagsextreme, und dies würde dann dazu führen, dass wir auch höhere Abflussspitzen erwarten. Dann ist ja häufig, also sehen wir bei sehr starken oder sehr großen Flutereignissen, bei sehr extremen Hochwassern, dass häufig auch die Niederschläge nicht nur an einem Tag fallen, sondern über mehrere Tage die Niederschläge anhalten, oder dass immer wieder starke Niederschläge auftreten, wie wir es in diesem Sommer gesehen haben. Und diese quasi die Frage, ja, weshalb regnet es über mehrere Tage oder weshalb regnet es immer wieder, das wird beeinflusst durch die atmosphärische Zirkulation. Und die Änderungen der atmosphärischen Zirkulation sind noch extrem unsicher. Also das ist ein Faktor, den wir noch nicht wirklich bestimmen können und der teilweise auch diese Differenzen zwischen den Modellen erklärt, weshalb wir hier so wenige Punkte haben, die einen schwarzen Ring tragen. Dann die Zunahme der Temperatur hat zur Folge, dass wir eine höhere 0-Grad-Grenze haben, dass wir eben diese Verschiebung der Niederschläge von Regen vom Schnee zum Regen haben. Und dies beeinflusst, wie ich bereits erklärt habe, insbesondere die alpinen Gebiete. Und dann haben wir also nicht nur die Änderung der Form der Niederschläge, aber natürlich auch durch die Temperatur ein Schneeschmelze. Und diese Schneeschmelze, da wird erwartet, dass diese stärkere Schneeschmelze, dass dies zu einer Abnahme der Hochwasser im Jura führt, und in den alpinen Gebieten kann die Folge sowohl eine Abnahme oder eine Zunahme sein. Ganz wichtig ist auch die Bodenfeuchte. Das haben wir ebenfalls in diesem Sommer gesehen. Da waren die Böden gesättigt nach den ersten Starkniederschlagsereignissen, und das führt dann dazu, dass sehr viel mehr Wasser direkt zum Abfluss kommt. Allerdings ist es so, dass wir über die zukünftige Entwicklung der Bodenfeuchte relativ wenig wissen. Da die globalen Klimamodelle notorisch schlecht sind im Abbilden der Prozesse, welche quasi an der Grenze zwischen dem Boden und der Atmosphäre stattfinden. Also quasi
den Bodenspeicher bilden diese atmosphärischen Modelle sehr schlecht ab und entsprechend groß sind dann eben auch die Unsicherheiten, was diese Änderung der Bodenfeuchte betrifft. Und dann erwartet man für die alpinen Gebiete auch eine höhere Sedimentverfügbarkeit, unter anderem eben durch den Rückgang der Gletscher. Und das kann dann zu einer Erhöhung des Schadenpotenzials führen. Und dann noch als letzter Punkt möchte ich eine ganz neue Studie zeigen, die sich Abflussänderungen in Süddeutschland angeschaut hat. Und ich denke, dass also die Erkenntnisse aus dieser Studie sicher zumindest auf das Mittelland auch übertragbar sind. Und diese Studie hat sich angeschaut, die Änderung des Niederschlags, und das ist in dieser Grafik in Blau angegeben, und die Änderung des Abflusses für verschiedene extreme Ereignisse. Da ist quasi zum einen sind da die mittleren Niederschläge angegeben, dann ein Niederschlag, wie er im statistischen Mittel alle 10 Jahre einmal auftritt, alle 20 Jahre, alle 50 Jahre, alle 100 Jahre und alle 200 Jahre. Also das 200, ein Niederschlag, wie er im statistischen Mittel alle 200 Jahre auftritt, ist ein sehr, sehr extremes Ereignis. Und was man sieht, ist, dass quasi abgebildet hier ist, quasi wie die Häufigkeit zunimmt. Also wenn ich sage, im heutigen Klima ist ein Niederschlag, wie er alle 200 Jahre auftritt, das sind beispielsweise 300 mm Niederschlag an einem Tag. Und dann schaut man sich in diesen zukünftigen Simulationen an, wie häufig dieser Schwellwert überschritten wird. Und man sieht hier, dass für die extremsten Niederschläge diese Zunahme der Häufigkeit am stärksten ausgeprägt ist. Und bei den Abflüssen sieht man ein ähnliches Verhalten. Also dass die mittleren Abflüsse, die nehmen ab. Das haben wir auch gesehen für die Schweiz, dass über das ganze Jahr gemittelt, die Abflüsse nehmen zu im Winter, sie nehmen ab im Sommer und im Herbst, aber über das ganze Jahr gemittelt nehmen sie ab. Und dann mit zunehmendem Extremen nehmen diese Abflüsse dann zu. Und wir konnten in unserem also Datensatz, der ja nur 30 Jahre abbildet, diese ganz extremen Ereignisse nicht analysieren. Und das könnte die Erklärung sein, weshalb in diesem Datensatz, den wir anschauen, da sieht man, dass die Verteilung um null herum liegt. Also das, was wir auch sehen. Also keine signifikante Zunahme oder Abnahme. Aber wenn man zu ganz extremen Niederschlägen geht, wenn man längere Zeitreihen anschaut, dann ändert sich das Bild und kommt klar zu einer Intensivierung dieser ganz extremen Ereignisse für Süddeutschland. Gut, und damit komme ich zu einer Zusammenfassung. Ich habe gezeigt, dass die Winterabflüsse in einem wärmeren Klima zunehmen werden. Die Sommerabflüsse nehmen ab. Wir haben eine Zunahme des Niedrigwassers im Alpenraum, bedingt durch diese Änderung in der Saisonalität. Und wir haben eine Abnahme des Niedrigwassers in den tiefer liegenden Gebieten. Und das führt zu einer Zunahme des Wasserknappheitsrisikos. Also diese Differenz zwischen dem Dargebot und dem Verbrauch. Was ich auch gezeigt habe, jeweils ist ein Vergleich zwischen einem Szenario, in dem wir es schaffen, CO2-Emissionen zu reduzieren, und einem Szenario Business as usual. Und da zeigt sich ganz klar, Klimaschutz wirkt. Durch eine Reduktion der CO2-Emissionen werden die Auswirkungen auf die Abflüsse in der Schweiz substanziell reduziert. Und die Ergebnisse sind eigentlich sehr klar.
was die Richtung und das Ausmaß der Veränderungen betrifft. Der Niedrigwasser und der mittleren Abflüsse. Es besteht noch Forschungsbedarf für sehr seltene Ereignisse, für die Hochwasserextreme. Da sehen wir erste Hinweise, dass ganz extreme Ereignisse zunehmen könnten, und quasi moderate Extreme sich wenig verändern werden. Dann möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und stehe nun gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Ich würde jetzt mit dem Mikrofon herumgehen. Genehmige mir schnell gerade die erste Frage, weil es gerade aktuell ist. Sie haben diese Grafik gezeigt aus Deutschland. Also das plus 0,1 bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit um 10% zunimmt. Oder wie ist das genau gemeint? Nein. Ja, genau, das ist die relative Änderung. Also das Mit heißt, dass ein 200-Jahres-Ereignis mit 10% höherer Wahrscheinlichkeit stattfindet. genau, also ja, Ungefähr. genau. Und das ist bei welchem Klimaszenario? Oh, das müsste ich jetzt nachschauen, was da. Ja, das müsste ich nachschauen. Weil mir scheint es relativ wenig, nur plus 10% hätte ich mir jetzt mehr erwartet, so vom Bauch heraus. Aber okay, ja. Gut, ja, das sehe ich gerade die erste Frage. Das Mikrofon ist an. Ich habe mich nicht machen. Wir wissen ja, oder es wird prognostiziert, dass in der Schweiz die Bevölkerungsdichte oder die Anzahl Bevölkerung zunehmen wird. Man sagt, in 10 Jahren 11 Millionen oder sogar noch mehr. Und das heißt, es wird mehr gebaut, das heißt, es wird mehr Fläche verdichtet, also Fläche, wo das Wasser, der Regen zum Beispiel, schneller abfließt. Wurde es auch berücksichtigt, dass dann wie soll ich sagen, die Abflussintensität, die Geschwindigkeit des Abflusses auch beeinflusst wird durch diese Verdichtung der Erde, des Landes. Nein, das haben wir in diesen Simulationen nicht berücksichtigt, weil das Modell, also die räumliche Auflösung des Modells ist nicht so gut, also man muss dem Modell quasi einen mittleren Wert für eben beispielsweise die Dichte des Bodens geben oder wie für den Wert also geben, der bestimmt, wie viel Wasser quasi versickern kann. Und weil diese quasi die räumliche Auflösung dieses Modells relativ grob ist, sind das Mittelwerte über mehrere Quadratkilometer. Und entsprechend haben wir das nicht abgebildet. Und der Punkt, den Sie ansprechen, der ist ganz wichtig, insbesondere auch für die städtischen Gebiete. Gibt es ja bereits Probleme, also insbesondere im Sommer, wenn da sehr intensive Gewitter direkt über einer Stadt niedergehen. Das war vor 2 Jahren in 2018 in Lausanne, 2017 in Zofingen, dass quasi die Kanalisation nicht darauf ausgelegt ist, dieses ganze Wasser aufzunehmen. Und da sind im Moment Projekte im Gang, in denen man versucht, quasi dieses Problem parallel anzugehen mit der Herausforderung, dass die Städte ja auch zu Hitzeinseln werden und in einem wärmeren Klima die extremen Temperaturen immer mehr zunehmen. Und dort ergibt sich eine sehr gute Synergie, dass wenn man
Flächen quasi wieder öffnet und renaturiert, also wieder bepflanzt, führt das dazu, dass diese begrünten Flächen die Städte kühlen und gleichzeitig auch mehr Wasser aufnehmen können. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, aber wir haben diesen Effekt nicht in unseren Modellierungen berücksichtigen können. Sie haben gezeigt, dass die Wasserknappheit zunehmen wird. Was bedeutet das für die Grundwasserspiegel? Sie sprechen hier zu Leuten in Winterthur und wir beziehen 97% unseres Trinkwassers aus dem Tösstal. Was bedeutet das, wenn ich jetzt diesen von Ihnen gewählten Zeitraum 2070 bis 2099 anschaue? Ja, also ich bin keine Wasserwirtschaftsexpertin, aber quasi die Motivation ist natürlich, dass genau die Frage, die Sie jetzt mir stellen, dass sich hoffentlich die Personen, die für die Trinkwasserversorgung von Winterthur zuständig sind und die Experten sind, sich diese Fragen auch stellen und zu quasi überlegen beginnen, ja, was haben wir denn für technische Möglichkeiten, um in Zukunft die Trinkwasserversorgung zu gewährleisten? Bedeutet das, dass quasi Wasser importiert werden muss oder dass man irgendwo künstlich Wasser versickern lassen muss? Also ich kann Ihnen nicht sagen, welche technische Lösung gewählt werden muss, da bin ich nicht die Expertin, aber die Idee wäre, dass genau so wie Sie jetzt diese Frage stellen, sich die Expertinnen und Experten diese Fragen auch stellen und dann an Lösungen arbeiten. Und gleichzeitig hoffen wir natürlich, dass es nie so weit kommen wird. Also, dass wir es schaffen, genügend CO2-Emissionen zu reduzieren, dass wir eben nicht in diesem Worst-Case-Szenario enden werden. Ihre Grafiken enden alle an der Landesgrenze. Wie fügen sich Ihre Rechnungen ein in Rechnungen aus den Nachbarländern? Also ich habe eben diese ganz neue Studie aus Deutschland gezeigt und da sind die Änderungen, die im Mittel beschrieben werden, die stimmen überein mit den Ergebnissen, die wir für die Schweiz erhalten haben. Und der Grund, weshalb, also ich muss noch sagen, der Grund, weshalb wir quasi nur für die Schweiz gerechnet haben, ist, dass das eben quasi eine Auftragsarbeit für den Bund war, der eine Analyse wollte, die eine Übersicht gibt über die Auswirkungen des Klimawandels auf das Wasser in der Schweiz. Ich gehe davon aus, dass der Klimawandel weitergehen wird, dass wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen werden, sondern noch überschießen werden. Was bedeutet das denn nun eigentlich für die Gletscher der Schweiz bis 2099, die ja auch einen gewissen Anteil für unser Trinkwasser liefern? Wenn die Gletscher jetzt bis zum Jahr 2099 deutlich zurückgegangen sein werden, wie wird sich dann die Trinkwassersituation in der Schweiz eigentlich darstellen? Ja, also die Gletscher, die werden, also die meisten Gletscher werden nicht mehr existieren, wenn wir dieses Business as usual Szenario verfolgen. Und also, wenn Sie wollen, kann ich noch einmal zur Folie mit dem Wasserdargebot zurückgehen, also die noch mal kurz teilen. Also dort sieht man, dass in den alpinen Gebieten eigentlich immer noch genügend Wasser vorhanden ist, aber nicht im Mittelland im Sommer. Und das bezieht sich aber quasi nicht nur auf das Trinkwasser, sondern auf dieses Wasser,
Angebot insgesamt? Interpretiere ich das richtig, dass es deutlich weniger Strom aus Wasserkraft geben wird? Ja, das kommt drauf, also das hängt von der Saison ab. Im Winter nehmen die Abflüsse ja zu. Und im Winter haben wir auch den größten Bedarf, Strombedarf, weil wir dann für das Heizen, also weil wir dann mehr Energie brauchen. Und im Sommer nehmen die Abflüsse ab. Das heißt, also es wird eine Verschiebung geben. Und dann gibt es aber, also dann gibt es aber diesen Aspekt der Minimalabflüsse. Also es gibt da gewisse Regelungen, dass quasi die gewisse Minimalwerte in den Abflüssen nicht unterschritten werden können. Und das hat dann auch wieder einen Einfluss auf die Art, wie die Kraftwerke betrieben werden können oder müssen. Also es ist nicht, dass es grundsätzlich weniger Energieproduktion möglich ist, aber es wird eine gewisse saisonale Verschiebung geben. Also potenziell eine höhere Produktion im Winter. Ihre Studien zeigen ja primär die Abflüsse auf. Das heißt, das Oberflächenwasser, das wegfließt. Wie sieht das dann aus im Kontext mit dem Trinkwasser? Das habe ich nicht ganz verstanden. Peter Lippun hat vorher gesagt, über 90% der Region Winterthur bezieht das Wasser aus dem Tösstal. Der Grundwasserspiegel ist aber immer auf der gleichen Höhe. Der verändert sich nicht. Und das ist ja zeitlich verzögert zu dem, dass die Tös oberirdisch Wasser hat oder kein Wasser hat. Die unterirdischen Wasservorkommen, die sind immens groß und ganz zu einem anderen Zeitpunkt verändern sich die als das Oberflächenwasser. Das Gleiche trifft auch zu beim der größten Trinkwasserreserve, das ist der unterirdische Rhein. Das ist zeitlich verzögert. Wenn der Bodensee trocken wäre, hätten wir immer noch Trinkwasser in dieser Region. Also, ja, also wie... Was sagen Sie zu dem, dass der zeitlichen Verzögerung, oder liege ich da falsch, dass das Trinkwasser und das Oberflächenwasser, das steht nicht in unmittelbaren Zusammenhang, sondern zeitlich verzögert, einiges verzögert? Also wie bereits Ihrem Kollegen gesagt, ich bin keine Grundwasserexpertin. Also das quasi, was das Ziel dieser Studie ist, ist einfach aufzuzeigen, wie sich die Abflüsse in den Gewässern ändern und quasi die Auswirkungen, die diese Abflussänderungen dann auf das Trinkwasser haben, quasi diese Analysen, das müssen die lokalen Expertinnen und Experten machen. Und auch quasi, kam auch die Frage, ja, welche Maßnahmen müssen da getroffen werden? Also das ist, diese Frage kann ich Ihnen auch nicht beantworten, sondern das wissen die kantonalen Wasserbauingenieure. Die sind die Expertinnen und Experten in diesem Bereich. Also quasi, die Aussagen, die ich quasi machen kann, enden mit den Änderungen des Abflusses. Und ob diese Abflussänderungen starke oder schwache Auswirkungen auf den Grundwasserstand haben und was quasi die Auswirkungen auf die Saisonalität des Grundwasserstandes sind, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Quasi unser Ziel oder unsere Aufgabe ist einfach aufzuzeigen, diese Änderungen erwarten wir in den Oberflächengewässern, und dann ist die Idee, dass dann eben die lokalen Expertinnen und Experten diese Information nehmen und dann weiter herunterbrechen für die jeweiligen Anwendungen. Also ich kann Ihnen auch nicht sagen, beispielsweise, was ganz konkret diese Abflussänderungen beispielsweise für die
Wasserökologie bedeuten. Also da bin ich nicht die Spezialistin, die weiß, welche Fischart wann gefährdet ist. Also quasi unser das Ziel ist, diese Daten zur Verfügung zu stellen. Und die sind auf einer Webseite allen frei zur Verfügung. Und dann müssen diverse Expertinnen und Experten dort weiterarbeiten. Oder eben auch die Auswirkungen für die Energieproduktion. Das sind dann auch, ist auch wieder eine andere Gruppe von Expertinnen und Experten. Also es tut mir leid, dass ich Ihnen da keine konkretere Antwort geben kann. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber warum haben die gesamten Abflüsse über das ganze Jahr hinweg überhaupt bis jetzt abgenommen? Hat es auch damit zu tun, dass ein Teil der Gletscher bereits verloren wurde? Das ist vor allem angetrieben durch die Abnahme der Abflüsse im Sommer. Und diese Abnahme der Abflüsse im Sommer ist im Moment vor allem angetrieben durch eine Abnahme der Niederschläge im Sommer, der mittleren Niederschläge im Sommer und eine erhöhte Verdunstung aufgrund der wärmeren Temperaturen. Also die Gletscher, quasi der Einfluss der Gletscher ist sehr nicht linear. Also es gibt eine Periode, da schmelzen die Gletscher ab und dann liefern sie tendenziell mehr Wasser. Und wenn sie dann ganz verschwunden sind, dann fehlt natürlich dann das Gletscherwasser. Also das ist eine quasi eine Entwicklung über die Zeit. Aber die Abnahme der Abflüsse im Sommer sieht man ja heute vor allem im Mittelland und im Jura. Und diese Abnahme, die ist dann eben vor allem über die Temperatur und also quasi über die Verdunstung und die Niederschlagsänderung getrieben. Gut, also dann würden wir langsam zum Ende kommen. Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich für diesen sehr interessanten Vortrag. Und ich möchte Ihnen, liebes Publikum, noch schnell über die nächsten Vorträge informieren. Wir werden im nächsten Jahr am 7. Januar, also wieder an einem Freitag, wird ein Vortrag von Klaus Wedekind von der Uni Lausanne hier stattfinden, wie Körpergerüche Partnerwahl und Schwangerschaft beeinflussen. Das ist ja ein Thema, über das man schon länger spricht, dass anscheinend die Leute sich riechen können, ob das passt oder nicht genetisch. Und dann gleich am Sonntag darauf Wissenschaft um 11 über staatenbildende Insekten. Also wie können diese Tiere miteinander kommunizieren und solch großartige Dinge vollbringen, verstehen wir ja manchmal nicht ganz. Das ist ein Vortrag von Frau Brigitte Braschler von der Universität Basel. Also nochmals ganz herzlichen Dank, Frau Rompainen, und allen Ihnen einen schönen Abend. Ja, danke für die Aufmerksamkeit und eine gute Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen allen.